YouTube, ich begrüße euch zurück zu Folge 2 meines Anno 1800 Gameplays, Beta-Gameplays, sagen wir mal so. Ja, ich musste ja die letzte Folge ein bisschen früher beenden als eigentlich geplant, aber jetzt bin ich hier und habe den Speicherstand wieder geladen und wir sehen hier eine neue Neuerung. Ich habe mein Profil wieder geladen und halt mein Professor Schiller oder Schriller, Schriller. Und statt gleich auf meine Karte zurückgesetzt zu werden, lande ich in einer größeren Übersichtskarte. Später soll ich auch Kolonien woanders gründen können, beziehungsweise Expeditionen machen. Und ich denke mal, das wird darüber angesprochen, beziehungsweise dargestellt, weil wir sehen ja hier unten so ein bisschen Wüste und hier so Amazonas, Regenwald und ja, hier eher so gemäßigtes Klima. Okay, gehen wir mal zurück zu Old World und bauen wir mal hier weiter unsere Kolonie aus. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren zuletzt stehen geblieben, meine Einwohner aufzurüsten. Und wir sehen jetzt hier eine schöne Neuerung. Oder ihr werdet jetzt eine schöne Neuerung sehen. Ich habe alle benötigten Anforderungen erfüllt. Sprich, die haben einen Marktplatz, sie haben Nahrung und sie haben Kleidung im Überfluss. Und jetzt würde ja in den alten Teilen einfach unsere Bevölkerung aufsteigen. Nicht so in Anno 1800. Hier können wir selber entscheiden, ob unsere Leute richtig aufsteigen möchten. Also explizit für jedes Haus. Wir sagen jetzt hier einfach, ja, ready to upgrade. Ups, glaub, da. Und schon haben wir neue Einwohner. Das sind jetzt unsere Arbeiter. Ja, performance-mäßig macht das jetzt hier ein bisschen Probleme. Okay, das Drehen funktioniert noch nicht so wie erwartet. So, okay. Ja, also wie ihr seht, ich habe neue Einwohner. Jetzt haben wir die ersten Arbeiter und ich lasse gleich noch ein paar aufsteigen. Ich mache jetzt nämlich ein Arbeiterviertel. So. Ja, schön, dass dich die Nachbarn nicht interessieren. Okay. Wir haben jetzt also unser erstes Arbeiterviertel. Greenwich nenne ich es einfach. Und dann halt unsere Landbevölkerungsviertel. Gut, mit dem Aufstieg können wir natürlich auch neue Dinge bauen. Hier unten haben wir jetzt Workers, wo wir früher mal so ein Icon hatten, haben wir jetzt halt ein Textfeld. Finde ich jetzt nicht sonderlich schlimm. Und die ermöglichen uns es, bessere Straßen zu bauen, denn ich könnte die Transportzeiten hier sicherlich noch optimieren. Das werden wir jetzt auch tun, indem ich hier einfach eine Lehmgrube baue. Okay, platzieren wir die mal hier hin. Und passend daneben eine Ziegelei. Genau. Und passend dazu bauen wir noch ein kleines, ein Small Warehouse. Bauen wir das mal so. Und verbinden das mit der nächstbesten Straße. Das ist die fertige Straße, das ist die richtige Straße. Ja, okay, so. Das ist jetzt nämlich verbunden mit dem Hafen, weil ihr wisst ja, wenn ich mit dem Hafen verbunden. Oh, das ist voll. Okay, da könnten wir vielleicht sogar noch ein so ein Ding hinbauen. Holz fehlt mir immer noch. Also Holz muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr angehen. Ja, Holz produziere ich viel zu wenig. So. Gut. Jetzt bin ich aber auch dick in den Wiesen. I respect engineers, right bobbish with the machines. Never know what bit of me's getting chewed up next. Okay. Ja. Wir haben was mit den Maschinen gemacht. Also das ist unser neues Warenhaus. Und hier sehen wir die Ziegelei und die Nebengrube. Sieht gut aus. Ich bin echt detailverliebt. Das ist für die Grafiker echt ein sehr großer Aufwand gewesen sein. Hier haben wir sogar ein Kind mit Ballon. Das erinnert mich, jetzt mal ein bisschen abzuschweifen, an den Grafikstil von Assassin's Creed 3. Nur, dass wir halt da durch die Straßen gerannt sind. So, daran erinnern mich die Häuser. Sehr schick, muss ich sagen. Okay, und hier. Okay, cool. So, bauen wir mal noch ein Viertel auf. Oh, ein neues Feature. Ein
Bauplan oder ein Blueprint ist hier. Und wenn wir nämlich etwas bauen und dafür noch keine, nicht die nötigen Ressourcen haben, dann zeichnet der schon mal den Bauplan dahin, damit wir schon mal ungefähr wissen, hey, ja, da soll das hin und so sieht es aus. Und wenn dann die benötigten Ressourcen da sind, können wir das natürlich auch bauen. So, das ist ein Problem. Too many transporters, loading delay. Okay, wie ich jetzt dieses Problem behandle, kann ich noch nicht sagen. Ich kann auch nicht mal die Steuern einstellen. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Da hätte man sicherlich was drüber mitmachen können. Und ihr seht auch, wenn nicht alle Bedürfnisse erfüllt werden sind, ziehen auch nur immer eine bestimmte Anzahl an Menschen ein. Nicht so wie in dem vorherigen Teil, wo dann alle eingezogen sind. Egal, ob alles erfüllt wurde, hier ziehen sie erst ein, wenn ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Also komplett. Also umso mehr ziehen dann ein. Okay, ich sehe, wo das Problem liegt. Those mountains moving. Okay, jetzt bauen wir mal hier schon mal die erste Straßenverbesserung. Gegebenenfalls outsource ich das, platziere das hier hin und baue dann dort einfach. Das ist, glaube ich, auch sinnvoll. Get some rest. It's going to be a long voyage. I had a job unpicking old rope once. Links kann ich expandieren. Guck mal, könnten wir die jetzt hier verschieben? So good to see you, Uncle! Dann bauen wir da einfach ein neues Warenhaus hin. Dann müssten wir gegebenenfalls ein bisschen Druck dort rausnehmen. Das hatte ich in meiner vorherigen Partie, also die habe ich jetzt bis jetzt ungefähr gespielt, nicht das Problem. So good to see you, Uncle. So. Könnte meine Ziegelei fahren. Oh, okay. Okay. Also Ziegelei produziert relativ langsam. Weil es ja nicht so wild. Ich stecke immer noch tief in den Miesen. Okay. So, haben wir jetzt noch ein paar Viertel gerichtet. Dann lasse ich die hier irgendwie als nächstes aufsteigen oder die hier. Mal schauen. Oh, jetzt ist auch die Fehlermeldung hier drüber weg. I love the smell of dew. Maybe 3 or 4 provisions, I wouldn't like to say. No slacking! No warehouse in range. Kein Warenhaus in Reichweite. Muss ich vielleicht hier nochmal so einen Weg durchziehen? Ist das vielleicht? Ja, das Sift. Something for all seasons. Game save. Ja, okay.
frage mich ja, wie man mehrere Häuser aufstellen lässt oder ob ich das wirklich so präzise kontrollieren muss. Okay, mir fehlen noch einmal 4 Holz. New milestone. Port Town. Hafenstadt. Ruben Turnip was the size of her head. New buildings have been unlocked. Oh, okay, wir haben hier das Krankenhaus. Ah, nee, die Kirche, ich korrigiere. Ist auch anders. Früher musste man die Kirche vor der Feuerwehr zum Beispiel errichten. Oh, sehr beeindruckend. More's the merrier. Fetid, festering filth. Ich glaube, die platziere ich dahin. Pick fresh this morning by yours truly. That fish pie smells gurtless. Wo platziere ich die denn jetzt hin? Ich gehörte sowas immer. My basket is flowing over. Ich glaube, ich platziere die einfach dahin. Fetid, festering filth. Oh, die kostet aber auch ordentlich. Ich versuche mich jetzt erstmal in die grünen Zahlen zu bekommen. Wir sind ja auch irgendwie ein Unternehmen, darf man ja nicht vergessen. Und gehe dann die nachfolgenden Probleme an. Okay, wir könnten ja auch einen Haber bauen. Fühlen die sich denn überhaupt wohl? Happiness. Population? Ja. News. Ja, Working Conditions. Island Peace. Vielleicht kann ich optisch hier noch ein bisschen was drehen. More's the merrier. So. Pepper sample, sir. That blooming turnip was the size of her head. Don't even mind the neighbors. Better do it. Scheint die schnellste Zugriff auf die Schiffe zu sein. Wir können ja mal ein bisschen die Weltmeere erkunden. Ist jetzt nichts groß dabei, um irgendwie was zu kolonialisieren. Aber okay, da unten könnte ich nochmal besser da an sowas rankommen. Princess Qing, please, I am curious about your otherworldly customs. Wo ist sie denn? I sit among familiar willow as I pluck the guzheng in Yami. Oh, sie ist schon ganz schön. Oh, das ist schön. Princess Qing. Okay, er sagt mir, dass ich vielleicht mal einen Pub bauen sollte, weil das würde die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter, das wollte ich gar nicht, vordrückt. Aber für Pub, wie groß ist denn der Pub? Okay, dann müsste ich die beiden Häuser abreißen, dann könnte ich da einen Pub hin platzieren. An Island has been discovered. Oh, sehr schön. That fish pie, he smells gurtless. Sorry. More's the merrier. Game save. Okay, ich muss heute doch ein bisschen mehr abreißen. This morning by yours truly. Okay.
Ein Pub direkt neben der Kirche ist auch ein bisschen. Nee, das mache ich. Das drehe ich mal lieber ein bisschen. Ups. Das wird lieber da. Was kommt jetzt hier hin? Da kommt da mal ein Pub hin. Schön in der Stadtmitte. Das kommt, glaube ich, immer gut. Haben die da Spaß? Und hier kann ich dann noch ein bisschen. Selbst die Bäume werden noch gefällt. Okay, und dann kommen jetzt hier in der Mitte. So. Busches. Vier Busches sind. Und sieht doch gleich viel angenehmer aus. Na, gucken wir mal, wie es sich auf die zufrieden hat. Oh, wir sind im Plus. Sehr schick. Jetzt haben wir nämlich alles, was wir wollen. Aber ich produziere eigentlich gar keinen Alkohol. Es ist interessant, dass das trotzdem funktioniert. Aber vielleicht haben die auch ohne Alkohol Spaß. Wie man es ja auch haben sollte. So. Okay, als nächstes produzieren wir jetzt erstmal ein bisschen Plus. Up with a lark this morning, I was. Sehr schick. Okay, als nächstes. Kann ich eigentlich noch meinen Hafen ausbauen? I feel it reflects the times. To meet our patron is utterly humbling. If there is anything I can do, anything really, imagine it and we can do it. Okay, ich kann ja, also ich kann ja auf diese Zeitung scheinbar Einfluss nehmen, also ja. Okay, wir haben hier also einmal einen Schnapsmangel, dass wir ein neues Unternehmen gegründet haben und dass wir positiv jetzt Geld verdienen. Das ist sehr gut. Ich hätte gerne. Are you sure? Of course you're sure. Okay, cool, ich habe die jetzt verändert, dass ich jetzt Spend habe. Also so ein bisschen kapitalistisches reingenommen, damit ich halt ein bisschen das Geld erstmal reinkriege. Anything else? Und ich habe das jetzt so veröffentlicht. Cool. Send it out. Jetzt kriege ich einen Bonus auf Geld oder sollte ich bekommen eigentlich? Und dann sagt mir hier, okay, kein Warehouse. Ein Range. Also das ist schon wichtig, dass ein Warenhaus dann hier ist. Müsste das auch mit der Produktion ein bisschen hochgehen. Und wir sind noch im Plus. Sehr like angenehm. A frog on a lily pad, I is. More's the merrier. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir eigentlich noch genug Nahrung produzieren. Ja, das sieht gut aus. Holz ist auch in Ordnung. Hier müsste jetzt auch ein bisschen mehr kommen. Kleidung ist auch in Ordnung. Ja, wir stehen eigentlich relativ gefestigt im Sattel. Oder sind relativ gefestigt. Da können wir mal unsere Expedition verfolgen. Wir haben hier also eine Insel, Unsettled Island. Die hat einen Fluss. Sehr schick. Game safe. Kommen wir mal in die Richtung. Finally, terra firma. I cannot wait to look around and explore. Okay.
Ich kann ja also so Anforderungen erfüllen. Okay, Nature, bin ich ganz gut bei. Ornamente fehlen mir halt noch. Okay, also ob ich jetzt Ornamente bauen kann, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber sieht nicht danach aus. Mhm. Kann ich denn hier überhaupt Uro-Kartoffeln anbauen? Ist ja wirklich. Ah doch. Auch fällt mir auf, dass wir gar keine Anforderungen mehr haben, wo wir was produzieren dürfen. Okay. Ist auch interessant. Auf jeden Fall legen wir meine Kartoffelfarm hier hinten hin. Gucken, ob das eine sinnvolle Idee ist, weil hier hängt ja kaum was an der Wirtschaft dran. Nouveaux arrivés like wise on Wibbly, eh? Stick by me and you come good. Pain flits pickets, healthy honest protest. If some silver spoon stiffs want to deny us that, we'll take them shiny spoons and shove them. Ah, okay, gut. Also nochmal, komm wir gehen. Das wird jetzt hier nochmal abgerissen. Das sieht nämlich total doof aus. Immer noch zwei. Kann ja nicht sein. Die müssen ja wohl halbwegs hübsche Farben produzieren können. Wäre da voll bescheuert, wenn das jetzt so oft bleiben muss. Okay. Okay, brauche ich mal noch eine. Vielleicht geht es dann besser. Okay. 50. Oh, jetzt könnte ich noch 22 Felder errichten. Toll. Oh Mann, das wird aussehen. Naja, gut, okay. Lass ich durch. Jetzt habe ich noch mal ein paar Felder, die ich bauen kann. So. Wieso die man das genau so gemacht hat? Keine Ahnung. Ah, das ist ja auch ein bisschen bescheuert. Komm, dann machen wir es jetzt. Machen wir es halt hässlich. Okay, so. Also, wir haben jetzt zweimal Kartoffelfarmen mit einem interessanten Mix. Toll. Haben wir auch einen Grund, warum wir da nicht hingebaut haben. Also, was ist denn? Okay, ich glaube, der mag zu viele Klicks nicht. So. Aber jetzt brauchen wir noch ein Destillery. Schon geht's los. Never knew that was there until now. Ja, ah doch, wir haben noch. Wir haben hier Kartoffeln. Potatoes, Hops, Sagetti. Jetzt weiß ich nicht, was ich brauche. Ah, das ist ja sowas wie. My life is my prison. Ah, so ein Händler, so ein Gefängnis. In the Alcatraz. Die Beta hat noch ganz schön so zu kämpfen mit bestimmten Punkten. Expandiert sie auch fleißig, ja. Ein bisschen zumindest. Kann ich jetzt immer noch nicht bauen. Mir fehlt noch genau eins. Game save. Okay, und na, kommt das jetzt oder kommt das jetzt nicht? No space left here. Kann ich den Space hier vergrößern?
Ja, Upgrade Haver. Und ich habe mein ganzes hart erarbeitetes Zeug gerade rausgeworfen. Okay, na komm, vielleicht gibt es ja sowas wie einen Händler. Und okay, ich habe noch die Möglichkeit, noch so eine Brick Fabric Facility zu bauen. Da tun wir es doch mal. Wie bin ich denn? Plus 45 bin ich schon plus. Ja, ist gut. Da kommt es noch hin. Und als nächstes baue ich mal noch ein paar Häuser auf. Fish boy, he smells gurtlush. Oh, you got it all over my hands now. Yeah, should. No. We all like a nap in the orchard. Should have been a sailor. Sieht schon schick aus. Also, unsere Alkoholproduktion läuft an. Damit, wir hatten ja in der Nachricht gesehen, dass ich eigentlich Mali bekommen hätte. Für damit, deswegen, weil ich kein Alkohol habe, das vielleicht für den Pub doch ein bisschen traurig ist. Und da ich das jetzt nachhole, gegebenenfalls kommt es dann beim nächsten Mal nicht, was ich hoffe. Ja. Bin aber ganz zuversichtlich. Okay. A new island has been discovered. Hä, es ist. Das ist schön hier so. Okay. Also die Inseln sehen alle halt von der Klima ähnlich aus. Also ist jetzt nicht wie früher, wo man auf einer Map mehrere Klimaarten hat. Aber vielleicht täusche ich mich auch und ich habe die anderen noch nicht entdeckt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wieder so NPCs dabei sind, die auch was tun. Das finde ich sehr gut. Okay. Oh, jetzt verdiene ich auch gut Geld. Gucken wir mal, ob die Nahrung passt. Ja. So lovely to meet you, dearie. But a word of advice. Always watch your back. Okay. Ich frage mich ja immer bei diesen kleinen Siedlungen, wie können die überhaupt überleben halt so vom Geld? Und die hat Weißen schon. Mensch, die ist ja schon relativ weit. Hatte die gerade rosa eine. Ja? Die hat interessanten Farben gewählt. Interessanter. Ah, sieht da. Ah ja. Da ist sogar mein Logo drauf, ist ja schick. Also schon. We'll notify you when we're unhappy. Missing Guts. Oh. Ich will euch als nächstes erstmal die Kirche bauen. Und eine Schule kommt auch noch. Okay. Vielleicht noch eine Clay-Fabrik bauen. Das sieht zumindest danach aus, als könnte ich noch eine bauen. Dann bauen wir mal noch eine. Also eine Brick-Fabrik. A new island has been discovered. Ja, aber die sind jetzt eigentlich irgendwie alle das gleiche, die Inseln. Das finde ich jetzt nicht allzu besonders. Da war früher mehr Abwechslung. Also vielleicht sind die von den Bauanforderungen ein bisschen schwieriger, weiß ich noch nicht. Aber bis jetzt komme ich auch gut klar, dass hier alles drauf ist. Weil ich eh sehr, sehr langsam wachse. Auch
alleine schon diese Ewigkeit auf dieses Material zu warten. Da kommt das Material. Hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen boosten, indem ich dann mal Straßen baue. Okay, jetzt produzieren die auch. Okay, jetzt fehlt uns nur noch ein Brick und dann geht's los. Flagship awaiting instructions. Und? Das fährt gut, das läuft die ganze Zeit, obwohl nichts passiert. So, jetzt habe ich genug. We earned this. No, it is upsetting. Shake. Da kann man schon mal neidisch sein. Jetzt geht mein Geld gerade runter. Wieso? Farmers, irgendwas passt den Farmern hier nicht, oder? Habe ich alles? Essen, trinken, essen, war ich da. Ah, Schnaps. Hat ein bisschen wenig produziert. Aber Kartoffeln sind da. Okay, also kann ich so ein Schnapsding bauen. I present my humble duty to you and am confident you'll transcend your present circumstance. Hm. Und noch ein Spieler entdeckt. Oho. Ein Anwesen. Eine Art Schloss, oder ist es vielleicht sogar ein Schloss? Sir Archibald Blake. Sehr schick. Was steht denn da vorne drauf? Warehouse. Crossover. Here is a vital matter of Queen and Country. Jolly Roger. Okay, ich habe eine Quest angenommen. Wir sollen etwas abholen. Da muss ich hier hin. Okay, dann fahren wir nochmal hin. Muss ich halt noch daran erinnern, dass ich da eine Quest habe. Das vergesse ich manchmal. Ich verliere immer mehr Geld. Liegt wohl echt daran, dass ich zu wenig Schnaps produziere. So, also YouTube, ihr seht, die Stadt wächst und gedeiht. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was gesehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau, also bis zur nächsten Folge.